Leute. Hey ho. Hey ho. Wir kommen jetzt gerade aus Bad Köstritz und fahren jetzt wieder zurück nach Leipzig. Und mir hat heute am besten gefallen, dass wir ein megamäßiges Partypublikum hatten, was uns als Band sehr, sehr gut getan hat. Mein Vater nimmt alles auf, was ich später noch mal gesehen habe. Volle Glücksgefühle. Wow. Und ich trinke Cola. Obwohl Rustam gesagt hat, es ist nicht gut für meine Knochen. Was hat dir am besten gefallen? Das war Wahnsinn. Die Publikum war einfach Wahnsinn. Wir haben so geil alles mitgemacht. Sebastian. Ich möchte hiermit erstmal erwähnen, dass ich gerade mit meiner Freundin schreibe. Die legt nämlich Wert darauf, dass ich das auch ab und zu mal in der Öffentlichkeit erwähne. Freut sich da jetzt, auch wenn ich mal winke. Dass du mit ihr schreibst? Nee, dass ich erwähne, dass ich eine Freundin habe, wenn ich das öffentlich tue. Und außerdem möchte ich meine Mama grüßen. Das ist auch ganz wichtig. Die heute da war. Das hat mich sehr gefreut. Mich hat gefreut am allermeisten, dass der Sänger der Band, die jetzt nach uns spielt, gesagt hat, und ihr seid ja nur drei Mann. Schön, wenn man von Kollegen Komplimente bekommt. Ja. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Genau das wollte ich gerade sagen. Denn wer es noch nicht weiß, wir haben einen neuen Song, I Like to Move It, in einer übel geilen Metal-Funk-Irgendwas-Variante. Und den haben wir zum Schluss gespielt und da hatten wir die Leute wirklich 5 Kilometer folgen. In der Hand. Und die sind aufgestanden, sind gesprungen, ältere Menschen sind auf die Tische gestiegen. Das war bis jetzt das erste Mal, dass wir eine solch extreme Publikumsreaktion hatten. Und ich glaube, das lag nicht nur an dem Schwarzbier, das die kostenlos verteilt haben. Dass langsam herstellen wir unsere eigene, was heißt eigene, irgendwie, irgendwas, was wir, kannst du ausmachen, mach ich aus, irgendwas, irgendwelche Genre, irgendwelche Richtung, was uns total gefällt und bestätigt, das ist, sagen wir, das ist New Hornets Music, das ist unsere Richtung, was wir, das sind wir. Und wohin geht die Reise als nächstes? Nach Hause. Ich meine eigentlich die musikalische Reise. Na, jetzt machen wir wieder was aus den 90ern. Kann man das schon sagen? Du kannst sagen, was du möchtest. Hathaway, What is Love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ich möchte noch was anderes sagen. Ich habe heute mit meiner neuen Fliege gespielt. Und die habe ich auf Amazon bestellt.
und die ist vorige Woche Dienstag schon geliefert worden. Also auf Amazon stand, vorige Woche Dienstag wurde die mir zugestellt. Ich hatte nichts im Briefkasten und heute habe ich mal auf Amazon geschaut und da stand, dass die in der Postfiliale in der Merseburger Straße liegt. Und das finde ich nicht gut, weil die wäre wieder zurückgeschickt worden. Bloß, weil ich keine Benachrichtigung im Briefkasten hatte. Und ich möchte jetzt gerne wissen, warum habe ich keine Benachrichtigung im Briefkasten. Ey, das passiert ständig. Das ist, wirklich? Das ist super nervig. Auch wenn ich ein Paket bestelle, ist das, obwohl ich den ganzen Tag zu Hause bin, das Paket ist bei ihrem Nachbarn. Ich muss jedes Mal klingeln und sage denen auch, sorry, ich bin den ganzen Tag zu Hause gewesen. Also ich vermute, der hat es einfach eilig und klingelt dann nur bei einem und fragt, kann ich das Paket noch mit abgeben? Ich glaube auch, dass die Postleute einfach überlastet sind. Ja. Dass die keine Lust mehr haben. Ich kann mir das ja vorstellen, du klingelst das ganze Haus durch, derjenige, wo du es zustellen sollst, der ist nicht da. Dann klingelst du den nächsten, der macht auch nicht auf. Der nächste ist genervt, genau. Nimm nicht an! Den nächsten klingelst du aus der Nachtschicht wach. Also der hat Nachtschicht gehabt und schläft jetzt. Ja, na, der hätte ja die Klingel ausstellen können. Hat aber vergessen. Das geht bei uns zum Beispiel gar nicht. Wirklich? Ja. Okay. Also da gibt es einen Trick, ich kann die Elektrik aufmachen von der Klingel und einen Löffel da zwischen zwei Drähte reinstecken, so auf diese Platine, das habe ich schon mal gemacht. Wirklich? Ja, weil wir hatten mal Stress mit dem Nachbarn, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen geärgert und der hat früh um 7 Uhr Klingelputze gemacht, ganz lange und ewig lange, weil er uns stressen wollte. Oh. Dann habe ich das rausgefunden, dass man da diesen Löffel reinstecken kann in die Elektrik und dann hört es auf. Das unterbricht den Stromfluss. Irgendwie, ja. Ich habe keine Ahnung von sowas. Also, nichts gegen die Postleute. Ehrenwerte Arbeit. Aber wahrscheinlich stimmt da irgendwas nicht. Jedenfalls, die Fliege wäre zurückgegangen und ich hätte den Auftritt heute nicht mit dieser schönen Fliege spielen können. Wo übrigens auf der Fliege sind kleine Bienen gedruckt. Ich dachte, das ist Fliege. Oder Fliegen. Die Abstimmung auf Instagram hat auch ergeben, dass dir die Fliege sehr steht und du sie behalten sollst. Ich behalte sie. Ja. Naja, eigentlich ist es auch nicht so schlimm. Ich hätte ja schon mal zeitig auf Amazon gucken können. Da stand nämlich, Paket wurde hinterlegt da und da. Naja, vielleicht bin ich auch doof, oder? Keine Ahnung. Ist egal. Ja. Leute, guckt mal, die Autobahn ist komplett leer. Samstagabend, 9:45 Uhr, fast kein Auto hier. So, Rustam, hast du noch was zu erzählen? Sonst wollen wir vielleicht die Leute heute nicht überstrapazieren. Ich halte die Kamera. Jetzt kann man. Ich bin heute Kameramann. Bist du zu diesem Job gekommen? Na, weiß ich nicht. Ich habe noch zu sagen, ich trage zum ersten Mal beim Auftritt ein weißes Hemd. Ja. Auch wenn ich mich zuerst ein bisschen wie ein Kellner gefühlt habe, nein, muss ich sagen, es sieht viel besser aus als ein schwarzes Hemd. Ich kann das bestätigen. Ja. Rustam ist sehr auf Stil ausgelegt, also er will immer gut aussehen. Also wenn ich keine Frau fragen kann, ob mir das steht, dann frage ich Rustam. Mach das! Ha! Seid ihr noch fit? Ja. Was machst denn du heute noch? Das ist geheim. Die kann man rausschneiden. Na klar. Das die ganzen YouTuber, die machen selbst in ihren Sätzen die Pausen. Echt? Ja, ja. Musst du dir mal angucken. Okay. Höher im Filz ja als unmöglich. Stücke. Sollte sogar so schneiden. Es regnet, die Erde wird nass. Es regnet. Warte mal, es regnet. Oh! Rustam, kannst du ein lettisches Regenlied? Ich kann ein Lied auf Lettisch fast. Regenlied, es geht um Frühling, Herbst. Okay, Herbst. Sing mal was. Nach Rudens abgläsnot Latvijo, bet nebūlies necenties tā pa. Mums viņa ir skaista, tik un tā, tik un tā. Das ist cool, das ist eigentlich eine sehr schöne Sprache.
man arī patīk. Dažreiz, kad es latviski runāju, tas skan pišķīt lustīgi. Lustīgi, kennst du doch, oder? Lītiski. Smieklīgi. 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 Jā, tas skan diezgan smieklīgi. Tāpēc, kā es ar akcentu, ar krievu akcentu, Stelle 3,90 € für einen kleinen Kaffee zahlen muss. 3,99 €? Wer hast du gezahlt? Immer nicht mehr als 2,50 €. Dann nehme ich alles zurück. Ich finde es schön, dass ich nur 2,50 € an der Tankstelle für einen Kaffee bezahlen muss. In anderen Ländern ist es viel teurer. Da kostet 3,99 €. Na klar! Zum Beispiel Frankreich. Ja. Frankreich. Aber das Frankreich ist ja auch das Land des Kaffees. Ja? Ja. Ich dachte immer, da kommt aus Südamerika. Das ist ein Trugschluss. Kaffee kann gar nicht schwimmen. Ja. Klar. Kaffee ist auch sehr anfällig für Schimmelpilze. Der wird ja auf dem Boden ausgebreitet zum Trocknen und dann kacken die Vögel drauf. Ist kein Scherz. Wirklich? Ja. Und irgendwelche Pilzsporen. Aber das nur mal am Rande. Und wir trinken das. Ja, es kommt darauf an, ob du teuren oder günstigen kaufst. Das ist immer wieder bei dem Thema. Die Tankstellen machen richtig. Die verkaufen uns günstigen für teures Geld. Na schön. Das gefällt mir. Das ist eigentlich auch ein sprachliches mit dem teures Geld, weil es gibt es ja nicht. Geld kann ja nicht teuer sein. Du meinst eine Teutologie? Nein, das heißt glaube ich anders, aber... Geld kann ja nicht teuer sein. Ja. Das stimmt. Sondern nur Geld. Der Preis kann überteuert sein oder der Fernseher ist teurer im Vergleich, aber das Geld ist nicht teuer. Also was ist teures Geld? Für teures Geld habe ich das gekauft. Für teures Geld. Naja. Ich bin jetzt ein bisschen müde. Ich auch. Ich auch. Sebastian, du nicht? Mir geht's sehr gut. Jai heter Rustam, I heter du. Was ist das? Schwedisch? Norwegisch. Norwegisch. Ich heiße Rustam. Меня зовут Sebastian. Я играю на гитаре, на гармошке. Сколько тебе лет? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ich kann das nicht sagen auf Russisch. Es ist 13, ne? 13, ne? 30. 30. 30. Klar. 30, Adin. Klar. Was heißt, ich bin so und so viel Jahre alt? Мне 31 лет. Год. Год? Лет. 31 год. Was jetzt? Du bist da gerade. Keine Ahnung. Мне... Also was sagst du, wenn ich einer deiner Russenkumpels fragt, ey, сколько ты лет? Мне 15, ёп. Was sagst du? Мне 34. Und ich sag dann... Мне 31. 31, Katsch. Übrigens, ich möchte jetzt noch was ins Rollen bringen, ja, bevor wir fertig sind. Ich möchte gerne noch bekannt geben, dass es ab nächste Woche einen The New Hornets Account auf Spotify geben wird. Oh. Und wir werden dort eine Playlist erstellen mit unseren Lieblingsliedern. Und ich packe auf die Playlist einen Song, den höre ich jetzt schon ein paar Tage. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber ich hau den da drauf. Also das ist gerade mein Favorite, den ich schon seit ein paar Tagen... Ich packe auf die Playlist, ich weiß nicht, wie er heißt, und Brad Paisley. Du bist dran. Okay. Oh. Ich hab auch noch ein Lied. Ein Lied nur? Nur eins. Irgendwelche Gangster-Shit. Du musst sagen, ich packe meine Playlist... Ich packe meine... Ich weiß nicht, wie es heißt, Brad Paisley und...
Warren G. Old School Hip-Hop. Ich packe meine Playlist und tue hinein, ich weiß nicht, wie es heißt, Brad Paisley, Warren G. Und Crash Test Dummies mit. Ich packe meine Playlist und packe hinein, ich weiß nicht, wie es heißt, Brad Paisley, Warren G, Crash Test Dummies mit. Kate Perry mit Fireworks. Du musst sagen, ich packe meine Playlist. Ich habe alles vergessen. Ich habe nur jetzt verstanden, das war. Okay, du hast verloren. Jetzt ich und Pera. Ah, geil. Ich werde das nicht filmen. Ich werde euch stören. Bla bla bla. Okay. Ich packe meine Playlist und tue hinein. Ich weiß nicht, wie es heißt. Brad Paisley. Warren G. Was? Warren G. Ja, ist richtig. Crash Test Dummies mit. Und Katy Perry mit Fireworks. Das ist geiles Lied. Und. Sternkombo Meisen mit Kampf um den Südpol. Ich packe meine Playlist und packe hinein, ich weiß nicht, wie es heißt, Brad Paisley. Warren G, Crash Test Dummies mit Katy Perry Fireworks und Sternkombo Meisen mit irgendwas mit Südpol. Das kenne ich nicht. Das Lied. Du hast verloren. Was, echt? Nee, hast nicht verloren. Kampf um den Südpol. Ach, Kampf um den Südpol. Na, und jetzt noch einen von dir. Und ich packe hinzu Ode an die Freude. Ich packe meine Playlist und tue ihn dahin. Ich weiß nicht, wie es heißt. Brad Paisley, Warren G. Ist doch gemein, weil ich muss Auto fahren. Ja, das stimmt. Crash Test Dummies mit Katy Perry mit Fireworks. Sternkombo Meisen mit Kampf um den Südpol. Und ohne an die Freude. Achso. Und hinzu packe ich noch Chuck Berry mit Johnny B. Good. Okay. Ich packe meine Playlist und packe hinein. Ich weiß nicht, wie es heißt. Brad Paisley, Warren G, Crash Test Dummies mit Katy Perry Fireworks, Sternkombo Meisen mit Kampf um den Südpol, Ode an die Freude und Johnny B. Good von Chuck Berry. Und ich packe noch rein von Wenga Boys, My Heart Goes Shalalalala. Ich packe meine Playlist und tue hinein. Heißt Brad Paisley, Warren G, Crash Test Dummies mit Katy Perry mit Fireworks. Ist das Fireworks? Ja. Dann ist Rustam ausgestiegen. Dann war ich drin mit Sternkombo Meisen, Kampf um den Südpol. Dann hattest du Ode an die Freude. Dann hatte ich. Kommt jetzt Chuck Berry? Ist das eine Frage oder ist das deine Antwort, die du sagst? Chuck Berry? Mit Johnny B. Good? Wenga Boys, My Heart Goes Shalalala. Ah, sehr gut. Oh. Ich packe meinen Koffer und ich packe meine Playlist und packe hinein. Ich weiß nicht, wie es heißt. Brad Paisley, Warren G, Crash Test Dummies mit Katy Perry Fireworks, Sternkombo Meisen mit Kampf um den Südpol, Ode an die Freude, Johnny B. Good von Chuck Berry, Wenga Boys, Schalalalala. Ich glaube, jetzt habe ich vergessen, was du gerade gesagt hast. Moment, dann gib mir noch einen Moment Zeit.
Ach ja. Schalalala. Nee, ich hab's vergessen. Moment. Ich hab's vergessen. Was war's? Was war's? I am the champion. Also, welches Lied war's, das letzte? Soll ich ehrlich sagen? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ah. Russland, weißt du es noch? Hast du überhaupt eins gesagt? Ja, ja. Das werden wir auf der Aufnahme hören. Ich hab gewonnen. So, fertig. Hat er eins gesagt? Weiß ich nicht. Ich hab gewonnen. Ich glaube, du hast gar keins zu sagen. Doch. Schreibt dir in den Kommentar, ob Peter das gesagt hat jetzt oder nicht. Okay, trotzdem, wir machen das mit der Playlist. Ja. Ja. Da hauen wir jetzt immer bei einem Fahrtenvlog so einen Song rein. Wenn jemand sagt, das höre ich gerade gern oder das möchte ich gern, dass diese Leute hören. So kann die sich nach und nach auch füllen. Finde ich gut. Machen ja andere auch so. Fest und Flauschig, Gary, ja, macht das auch, oder? Ein bisschen tanken. Ja, das reicht. Okay, ich habe nichts mehr zu sagen. Dann, liebe Leute, ich grüße meine Mama. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Wichtig ist, abonniert den YouTube-Kanal. Ja, wir sind fast bei 100. Ja, wir brauchen jeden Like auch auf Facebook und Instagram und überall. Also folgt uns. Sharing, denn, sharing, sharing. Wenn wir dann ganz groß sind, könnt ihr sagen, oh, ich fand die schon geil, da hatten die noch nicht mal 100, gefällt mir. Klar, na klar. Die waren immer noch geil, ja.